Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr Hübschen, ich war jetzt gestern bei DM und habe schon Adventskalender gesehen. Die verkaufen schon Adventskalender. Und da habe ich mir gedacht, ich werde mir mal was mitnehmen, und zwar ein Adventskalender von Essence. Ich habe mir 3 Adventskalender mitgenommen insgesamt. Also einer davon ist von Essence. Und ich würde ganz gerne den mit euch mal zusammen auspacken. Ich habe jetzt hier 24,90 Euro bezahlt. Da ist der Preis. Da. Oder hier 95. Und ich finde, das sieht an sich total cool aus. So. Mit Schubladen oder Kartons. Wir packen das gleich mal zusammen aus. Und ich bin schon sehr gespannt, was da alles so drin ist. Auf der Rückseite ist natürlich abgebildet, was drin ist. Aber ich würde sagen, wir packen das jetzt einmal gemeinsam aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon echt auf die Weihnachtszeit. Das Wetter ist im Moment bei uns auch total schlecht. Also es ist sehr kalt, es ist regnerisch und stürmisch und so richtig typisch Herbst schon. Also fangen wir jetzt hier mal an. Ja, da geht es ja schon los. Also ich habe jetzt die Folie am abgenommen und hier haben wir so 3 solche Kartons sozusagen mit den Zahlen drauf. Vorher sowas noch gar nicht gesehen. Einmal so und einmal so. Und jetzt werden wir mal ganz kurz die Zahlen suchen. Die 1 ist hier schon mal nicht mit drauf, genauso wie hier nicht. Aber hier, auf diesem ersten oberen Karton. Ich würde sagen, ich packe das mal aus. Das erste Türchen, das ist total komisch jetzt, weil wir noch keinen Weihnachten haben. Aber tada! Das ist einmal ein Blush, schaut mal. Das sieht sehr schön aus, die Farbe, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mit ganz vielen Sternchen drauf und die Farbe finde ich auch gut. Also, krass. Erste Türchen ist schon mal offen. Kommen wir zum Türchen Nummer 2. Eine Art Labello. So sieht das aus. Riecht so gut. Oh mein Gott. Auf jeden Fall so. Türchen Nummer 3 ist hier schon mal nicht. Dann kommen wir einmal, glaube ich, hier. Das ist Türchen Nummer 3. Tada! Das sieht nach Lidschatten aus, oder? Das ist einmal Lidschattengrundierung. Das heißt, man trägt das vorher drauf. Habe ich selber gar nicht gehabt jetzt. Auf jeden Fall trägt man das vorher drauf, bevor man Lidschatten drauf macht. Wahrscheinlich damit der Lidschatten sich auch besser dran hält. Dann kommen wir zum Türchen Nummer 4. Ist auch hier. Da-da-da. Das sind, glaube ich, Nagelaufkleber. Ja. Das werde ich mal ausprobieren zu Weihnachten. Es sind verschiedene Motive drauf. Das war schön. So, Türchen Nummer 5. Sieht aus, ja, ein, mal gucken, ob das ein Lippenstift sein soll oder irgendwas anderes. Lipstick, genau. Also, so sieht es aus. Die Farbe ist auch total schön. Die Farbe ist richtig schön. Riecht auch ganz angenehm. So, Türchen Nummer 6 ist hier. Mal gucken, was das da ist. Mirror. Ah. Da scheint ein Spiegel drin zu sein. Ist auch so süß eingepackt. Oh. Tada. Und hier haben wir einen Spiegel. So, Türchen Nummer 7 ist, sehe ich gerade hier unten. Einmal da. Machen wir mal auf. Mhm. Augenbrauen. Augenbrauenstift oder so ein Bürstchen für die Augenbrauen. Ist auch so Gold in diesem in der Halterung hier. Sieht auch hübsch aus. So, Türchen Nummer 8 ist, wo ist die 8? Da. 8.
Das hier ist ein Nagelprimer. Türchen Nummer 9. Nummer 9 ist hier. Haben wir da. Schauen wir mal rein. Oh, Mascara. Hier ist Mascara drin. Probiere ich auf jeden Fall mal aus. Volume Mascara. Von Essence. Habe ich noch nicht gehabt. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das mal gehabt habt. So sieht die Bürste aus. Bin sehr gespannt, ob die an meine von Banana Beauty rankommt. Nummer 9. Dann haben wir die Nummer 10. Ist hier. Ah. Das sieht ja süß aus. Schaut mal, ganz kleine Schwämmchen. Nummer 11. Nummer 11, Nummer 11. Ist hier. Tada. Was ist das hier? Handmaske. Mhm. Das riecht auch ganz angenehm. Also eine Handmaske für die Hände. Dann Nummer 12, sehe ich gerade, ist hier. Packen wir hier mal aus. Ein Kajalstift. So. Nummer 13. Wo haben wir denn 13? Wahrscheinlich hier, ja. Nummer 13. Das sieht ja auch süß aus. Schau mal. Tada! Ja, die kann man halt, das sind selbstklebende Juwelen. Und die kann man halt fürs Gesicht nehmen. Allerdings würde ich mir sowas zum Beispiel jetzt nicht ins Gesicht kleben. Ich weiß nicht. Vielleicht Silvester oder so. So, Nummer 14 ist hier unten. Nummer 14. Was haben wir hier? Eyeshadow Blender, also wahrscheinlich ein so ein Pinsel. Ja. So sieht er aus. So, Nummer 15 ist hier. Nummer 15. Da. Wieder was für die Fingernägel. Die Farbe ist total schön. Nail Polish. Ah ja, okay. Einmal. Sieht echt wunderschön aus. Nudefarbener Mini-Nagellack. Sieht richtig schön aus. Also sowas mag ich gerne, passend so hier zum Pulli zum Beispiel. Schaut mal. Das sieht richtig echt gut aus. Werde ich mal benutzen und dann werde ich es nochmal zeigen, wie das dann geworden ist. Dann kommen wir zum Türchen Nummer 16. 16 ist hier. Nagelfeile. Die Seite ist einmal so in Gold und die ist so. So, Türchen Nummer 17 ist wahrscheinlich hier, schätze ich mal, ja. Hier ist die 17. Ja. Tada! So, was ist das hier? Lipgloss. Ah ja. Juicy Bomb. Oh, das riecht so gut. Das riecht richtig gut. So, Türchen Nummer 18. 18, 18. Haben wir hier. Voll süß, kann ich meine Nichte schenken. Die sehen schön aus. Die Farben sind total schön. So, Nummer 19 fehlt mir jetzt. Die 19 ist hier. Ah ja, okay. Eyeshadow Shadow. Mal kurz aufmachen. Einmal ein Pinsel.
Der Lidschatten. So, die Nummer 20. Wow, die Nummer 20 ist hier. Ist ja heute echt wie Weihnachten. Nochmal so ein Lipstick. Die Farbe ist auch total schön. Tada. Oh ja, das riecht so gut. Also Lip Balsam sozusagen. Das riecht wirklich sehr gut. Nach Sweet Almond und Kokosnussöl. Riecht echt gut. So, dann kommen wir zu 21. Tada! Das ist so eine Mini-Wimpernzange. Ich hatte sie schon mal in groß gehabt. Das ist eine kleine. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt. Das heißt also, man klemmt das einfach so hier nachher dazwischen. Also Wimpern kommen hier sozusagen hier rein und dann wird es einfach so hier hinten so betätigt und gedrückt und dann geht es zu. Cool, habe ich noch nicht gesehen. So, die Nummer 22 ist... Wo? Da. Nummer 22. Ja, wieder was für die Fingernägel. Tada! Also, das ist hier einmal Überlack. So, die Nummer 23. Wir kommen schon der 24 näher, ne? So, 23. Ah! So, tada! Schaut mal. Das hier ist ein Pinselreinigungsset. Man kann hier seine Pinsel sauber machen. Und dann kommen wir nochmal zu 24. Bin gespannt, was hinter diesen Türchen sich jetzt verbirgt. Okay. Tada! Das sieht auch total schön aus. Also das ist hier einmal ein Highlighter. Die Farbe ist auch total schön. Werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren und benutzen. Das riecht auch mal so gut. Mit Sternchen. Ja, ihr Lieben, das waren die ganzen tollen Sachen. Finde ich total schön, hat sich auf jeden Fall irgendwie auch gelohnt, dass ich für 24 Euro, wenn man jetzt überlegt, was man jetzt alles einzeln kaufen müsste, ja, kommt so eins zum anderen und wie gesagt, ich fand den total schön, also sind echt tolle Sachen dabei, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, was ich noch nicht kenne und genauso wie diese Lippenstifte bzw. Lipbalsam, ist richtig cool, ja. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dieses Jahr so für einen Adventskalender euch wünscht oder euch vielleicht selber holt. Das war's dann jetzt auch an dieser Stelle mit diesem Video. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!